Und damit willkommen zurück bei Let's Play Fallout 3. Letztes Mal haben wir dem Ghoul Roy und seinen Kollegen hier ein neues Zuhause besorgt, indem wir sie in den Tenpenny Tower hineingebracht haben. Und das Ganze ging recht unblutig vonstatten. Und ja, jetzt wollten wir noch bei dem Robco-Werk kurz nachschauen. Denn hier optional den Zentralrechner des Robco-Werks umprogrammieren. Auf jeden Fall. Das finde ich auch. So, gehen wir kurz rein. Der Zentralrechner, warte mal kurz. Blöde Katze. Zerkratzt die Wand hier hinter mir. Es ist unglaublich. Warte mal kurz. Es ist ja authentisch, ne? Das ist echt einfach. Es ist glorreich. So, jetzt muss ich mich nur kurz hier orientieren. Wie kamen wir dahin? Wir mussten ganz nach oben. Wir mussten ganz nach oben. Und ich hoffe, das geht da jetzt überhaupt noch. Aber gut, wenn das angezeigt wird als optionale Aufgabe, dann müsste das hier eigentlich noch drin sein, ne? Rechts, glaube ich. Büros und Cafeteria, ja, das ist... Genau, ja, das ist richtig. Hier sind sie alle umgekippt. Dann hier. Ja, doch. Es wird warm. Aha. Ja. Dann hier hoch, jawohl. Jetzt haben wir es gleich geschafft. Da ist er. So, und was können wir jetzt hier Tolles machen? Gar nichts. Ja, das ist jetzt natürlich echt hervorragend. Wir können hier noch schmutziges Wasser nehmen. Nee, warte mal. Ich schau mal gerade, was unsere Wissenschaftsfertigkeit macht. 31, ja, nee, da bringt auch der Anzug, glaube ich, nichts. Wenn wir den anziehen. Nee. Wissenschaft plus 10 kriegen wir nur hin. Ja, schade, ne? Also zurücklaufen tun wir da nicht. Dann laden wir nämlich jetzt einfach neu. Schade. Okay. Dann müssen wir wohl so zu Moira zurückkehren. Ab nach Megaton. Da waren wir ja lang nicht. Und im Sprung können sie nicht warten. Wir haben doch gar nicht... Ja. Wir sind doch gar nicht gesprungen. So, 8 Uhr morgens. Da müsste die Moira wach sein. Und dann können wir ihr mal berichten jetzt endlich. Und ich glaube, wir haben dann... Ach, immer noch. 8 Uhr, jetzt müsste es aber eigentlich gleich offen sein. Nee, ich glaube, wir haben dann sogar ihr Überlebenshandbuch abgeschlossen. Wir müssten jetzt fertig sein. Fummeln Sie in letzter Zeit an interessanten Geräten herum? Tja, klar. Ich konnte die Roboter wieder online schalten, konnte sie aber nicht steuern. Fantastisch! Die Reaktivierung einer seit langem ruhenden Technologie ist ein entscheidender Schritt für das Überleben der ganzen Menschheit. Andererseits kann sie aber auch gefährlicher sein, wenn sie aktiviert wird, sich jedoch nicht kontrollieren lässt. Was war denn das Resultat? Naja, die Dinger haben mich angefallen, ne? Die Einheit wurde eingebaut, die Roboter sind aufgewacht. So einfach. Was? Ich brauchte diese Tele-Dingsbums-Einheit nicht mal. So gut war ich. Dann war es ja gut, dass ich das Teil hatte, sonst hätte es nicht funktioniert. Natürlich wären sie dann auch nicht dort gewesen, aber trotzdem. Es hilft, das richtige Werkzeug für den Job zu haben.
Ansonsten hilft das richtige Werkzeug, um zu schummeln. Wie etwa Impulsgranaten. Hier. Impulsgranaten sind immer gut. Im letzten Teil dieses Kapitels geht es um die Bibliothek, richtig? Ja, in Büchern bewahrte die alte Welt ihr Wissen auf. Und die Bücher lagerte man in Bibliotheken. Und in Arlington soll sich eine Bibliothek befinden. Sehen Sie nach, ob sie noch dort ist und Sie Daten vom Computer runterladen können. Diese wären für den Wiederaufbau der Menschheit von großem Wert. Okay, ich sehe in der örtlichen Bibliothek. Na, was bekomme ich dafür, wenn ich zur Bibliothek gehe? Es liegt ja auf der Hand, dass Sie mit Büchern belohnt werden. Aber womöglich sind keine Bücher da. Was halten Sie also von guten alten Kronkorken? Wer weiß, was Sie sich mit all diesen Kronkorken kaufen können. Alles Mögliche. Sogar ein Buch. Oh, ein Buch. Das wäre ja fantastisch. Okay, ich sehe mich in der örtlichen Bibliothek mal um. Großartig. Die Bibliothek sollte in Nähe der Innenstadt im alten Arlington sein. Versuchen Sie, die Computerarchive herunterzuladen. Falls das nicht geht, wären auch die Kartenkataloge nützlich. Jede noch so kleine Information kann dem Buch und damit der Menschheit zugutekommen. Das kriegen wir doch hin. Das kriegen wir doch locker lässig hin. Was da? Aber jetzt gucken wir erstmal, was sie hat. Sie hat auf jeden Fall Geld. Das ist schon mal gut. Und wir haben... bisschen Brennstoff, ne? Haben wir keinen mehr? Oh nein. Kein Brennstoff mehr für den Flammenwerfer. Dann können wir ja den Klumpen mit Gehirnmasse verkaufen. Oder die Pfeile. Zack. Dann können wir... Was können wir noch verkaufen? Wir können mal 7 Stealth Boys verkaufen. Und ich kann der Katze mal gerade das Spielzeug abnehmen. Es tut mir echt leid. Es tut mir wirklich leid. So. Jetzt warte mal hier. Hab ich jetzt... Okay, jetzt habe ich 20 verkauft. Das ist dumm. Denn ich wollte ja eigentlich nur 7 verkaufen. So. Genau das wollten wir. Und dann, was kaufen wir? Was kaufen wir? Was kaufen wir? Was kaufen wir, was kaufen wir, was kaufen wir? Eigentlich brauchen wir ja gar nichts. Gut. Gute Jagd. Ja, wir müssen reparieren. Wenn Sie die... Wir müssen reparieren. So, dies. Das müssen wir nicht. Obwohl... Das ist aber nicht unseres, ne? Bis dann! Jo, ciao! Das war nicht unseres. Wollte gerade sagen, wir haben nämlich 2. Okay. Hallo, tut sich etwas? Ich darf nicht mit Fremden sprechen. Recht hast du. So, die Bibliothek, wo ist die? Wie soll man denn da wieder hinkommen? Ich hoffe, das geht von der Anlegestelle aus. Ich hoffe es einfach mal. Aber müsste eigentlich drin sein, ne? Das müsste ja möglich sein. Hier haben wir ja zum Glück auch schon aufgeräumt. Aber da sind wieder neue Herrschaften. Haben wir hier neu geladen oder so? Oder sind die einfach wieder neu? Wieder neu aufgetaucht. Ich weiß es gerade gar nicht. Aber eigentlich hatten wir die. Hatten wir die doch fertig gemacht, ne? Ja, toll. Ganz toll, ganz toll, ganz toll, ganz toll. Oh! Boah, der hält richtig viel aus. Ah! Ah! Da kommt der nächste. Nee, der Roboter. Der Robofreund. Bam!
Stirb! Stirb, stirb, stirb! Gleich haben wir ihn! Jawohl! So, hier hätten wir noch eine Kampfflinte, die nehmen wir gerade mal mit. Obwohl wir die ja echt noch selten einsetzen. Der werte Herr hat hoffentlich... Naja, toll. Seinen Raketenwerfer noch nicht wiederbekommen. Aber es sieht nicht so aus. Und selbst wenn, er nützt ihm jetzt eh nichts mehr. Da haben wir noch einen. Bam! Leg dich hin, Kollege. Scheiße. Rückzug, verdammte Scheiße, Rückzug! Rückzug! Warte mal, der saß da oben in den Trümmern irgendwo, ne? Der saß da in den Trümmern. Wo bist du? Wo bist du, Scharfschütze? Genau dort. Da bist du ja. Oh! Bam! Das war's mit seiner Waffe und das war's mit ihm. Ja. Bleibst du wohl hier? Bleib hier! Hey! So. Verabschiede dich von deinem Hirn. Das nehmen wir alles mit. Und hier lag doch auch noch irgendwo Munition rum. Splitterminen. Ja. Aber hier waren wir doch schon, oder nicht? Also... Vielleicht sind wir... Oder sind wir da gestorben? Kann natürlich auch sein. Ich kann mich gerade nicht mehr dran erinnern, aber... Doch, hier ist leer, ne? Ja. Ja, ja, hier waren wir schon. Ist ja strange. Dass die dann echt nochmal hier auftauchen. Oh ja. Gut. Meinetwegen. Ist für uns ja ganz praktisch, kriegen wir mehr Erfahrung. So, ich repariere mal gerade das Gauss-Gewehr. Zack, das gute Expositat. Und dann müssten wir ja eigentlich gleich bei der Bibliothek sein, ne? Ja, da wären wir gleich da. Pack die Waffe mal weg. Ich wollte gerade sagen, du bist doch mit Sicherheit die Bibliothek, ne? Schaut spannend aus. Und ja, dann gehen wir mal rein, wa? Sesam, öffne dich. Bibliothek von Arlington. Foyer. Halt! Dieses Gebiet steht unter dem Schutz der Stählernen Bruderschaft. Verlassen Sie es auf der Stelle! Hey, ruhig Blut, ich hab hier nur die Gegend erkundet. Sie müssen unglaublich tapfer sein, wenn Sie alleine hier herumstreifen. Plündern Sie etwa die Ruinen? Das würde ich niemals tun. Ich suche nämlich nach Bibliotheksunterlagen. Wir scheinen ähnliche Ziele zu verfolgen. Ich treffe nur selten jemanden, der sich die richtigen Prioritäten setzt. Ich bin Obergelehrte Yearling vom Orden des Worts. Ich habe einen Vorschlag für Sie, falls Sie interessiert sind. Kommt drauf an. Ist Geld im Spiel? Ich mag Geld. Ich meine, ich liebe Geld. Das interessiert mich. Ich will mehr darüber wissen. Gut. Ich habe die Aufgabe, die Schriften unserer Ahnen zu sammeln, um die Archive der Bruderschaft in der Zitadelle zu vervollständigen. Die meisten Bücher aus der Zeit vor dem Krieg wurden zerstört, aber einige haben überdauert. Doch in diesen Ruinen ein Buch zu finden, ist schwierig. Ich könnte die Ruinen von 1 Million Neulingen durchkämmen lassen, ohne jemals alle unversehrt gebliebenen Bücher bergen zu können. Und ich soll Ihnen also beim Sammeln der Bücher helfen, richtig?
Genau. Das gesammelte Wissen eines untergegangenen Zeitalters ist wertvoller als jede Waffe. Kehren Sie daher mit allen unversehrten Büchern zurück. Ich werde Sie für alle Bände entlohnen, die Sie mir bringen. Denken Sie darüber nach und kommen Sie wieder, wenn Sie mir Bücher anbieten können. Alles klar, ich habe Vorkriegsbücher für Sie. Haben wir ja eigentlich nicht, oder? Sie haben kein einziges Buch. Ja, ich wollte dich nur verarschen. Was tun Sie hier in der Bibliothek? Ja, wahrscheinlich Bücher suchen, ne? Können Sie mir helfen, an das Bibliotheksarchiv ranzukommen? Der Empfangsschaltercomputer bietet Zugriff auf Kartenkataloge, aber die Verbindung zum Hauptarchiv scheint abgebrochen zu sein. Hier, das Kennwort. Vielleicht können Sie so auch auf den Zentralrechner zugreifen. Helfen kann ich Ihnen dabei aber leider nicht. Ich bin Gelehrter, kein Kämpfer. Okay, das kriege ich schon hin. Natürlich. Und bei ihr können wir dann also die Bücher verkaufen, oder was? Warte mal, haben wir hier zufällig irgendwo eins? Wo wir das Ganze ausprobieren können? Sieht nicht so aus, aber hier haben wir erstmal Munition. Munition. Hier so ein Buch vielleicht? Check-in-Terminal. Hier haben wir es zum Lesen. Jetzt Kennwort eingeben, aha. Öffentliche Bibliothek von Arlington, Virginia, liest. Empfangsschalterstation. Willkommen, Bibliothekar Meyer. Neue Mitgliedschaft. Fehler, Papierstau im Kartendrucker. Oh. Kartenkatalog öffnen. Erfüllt, auf das Kartenverzeichnis der öffentlichen Bibliothek von Arlington zugreifen, zu Moira zurückkehren. Das war's schon. Okay. Wirklich? Bibliotheksarchiv öffnen, das funktioniert nicht, weil die Verbindung zum Zentralcomputer unterbrochen ist. Warnung, 201 Jahre überfällig. Ach, geil. Holoband des Kartenkatalogs hinzugefügt. Okay. Und wir haben das echt schon abgeschlossen jetzt? Genau, optional das gesamte Bibliotheksarchiv beschaffen. Alles klar. Und ich denke, wir werden versuchen, das ganze Archiv zu bekommen. Wenn schon, denn schon, ne? So. Blut, überall Blut und Soldaten und Nuka-Cola. So, was haben wir denn da? Ein Raider. Pam! Ich liebe unsere Mütze und ich liebe unsere Maske. Das ist einfach nur glorreich. So, wir versuchen mal den Kopf zu treffen. Und wir treffen natürlich nicht. Haben wir noch einen? Oh, das sind ganz schön viele, ne? Das sind ganz schön viele. So. Wo willst du denn hin? Nirgendwo hin. Noch einer. Ich pack mal kurz die Waffe weg. So, und jetzt gucke ich mal hier. Aber die sind alle versaut, ne? Die sind alle versaut. Das bringt uns nichts. Ja. Alle kaputt. Na, egal. Wo geht's hier hin? Diese blöde Katze, ne? Ist echt gerade ein Graus hier. Es ist wirklich gerade ein Graus. Dafür müssen Kakerlaken dran glauben. Und wie gesagt, ich entschuldige mich sehr für sein Verhalten.
Aber man kann es nun mal leider nicht ändern, ne? Und ich müsste jetzt eigentlich halt wirklich aufnehmen. Deshalb kann es halt eben sein, dass da ein paar Hintergrundgeräusche sind. Where will you be when the Holocaust comes? Das scheint ganz schön groß zu sein hier. Oh, oder auch nicht. Das führt wieder hier in diese Hauptalle. Da haben wir nochmal eine Kampfflinte, die lassen wir aber diesmal liegen. Wo haben wir denn unsere? Ja, denn wir haben ja so ein paar. Aber nur so ein paar. Gut, gucken wir erstmal hier oben. Aber hier sind auch nur verbrannte Bücher, ne? Alle kaputt. Oh. Ein Buch, was noch ganz ist. Das ist ja unglaublich. Hier haben wir nix. Hier haben wir wieder Kakerlaken. Die ich ja eigentlich auch echt... Warte mal. Die ich eigentlich auch echt totboxen kann, eigentlich. Eigentlich. Pem! Was ist das? Es sah gerade aus wie ein Safe, ist es aber nicht. Open the door! Hier sind auch keine Bücher. Aber hier geht's nach unten. In Richtung Klo. Boah, das ist echt richtig groß hier, ne? Das ist echt richtig groß. Ah ja, okay. Jetzt sind wir wieder bei ihr. Und immer wenn ich sage, es ist richtig groß, kommen wir wieder... Wie wär's mal, die Augen aufzumachen? Wie wär's, wenn du mal die Klappe hältst? Alte, ey. Kannst du selber gucken hier, wo du deine blöden Bücher herkriegst. Ist doch wahr. Das muss man sich doch nicht gefallen lassen. So, ich gebe ihr mal kurz das eine Buch, was wir gefunden haben. Mal gucken, was sie dazu sagt. Oder was wir dafür kriegen. Willkommen zurück. Ja, ja. War ihre... Ausgezeichnet. Ein Exemplar. Gut, hier die Belohnung. Aber bitte mit Bedacht einsetzen. Weitere... Das ist natürlich nicht schlecht. Also 100 Kronkorken für so ein Ding. Das ist natürlich echt nicht übel. Das ist richtig gut. Warte mal, wir kamen nicht von hier, sondern von der Tür von vorhin. Ein großes Buch der Wissenschaften. Das nehmen wir an uns. Das werden wir auch gleich lesen. So, und hier waren wir jetzt schon. Gibt's hier nicht noch ein Buch? Büchlein, Büchlein! An der Wand. Wer ist der größte Bücherwurm hier im Land? Oh Gott. Das nehmen wir mit. Und Munition für Sturmgewehr haben wir jetzt, glaube ich, auch langsam genug. So. Jetzt lass mich mal kurz überlegen. Vorkriegsbuch. Ah, hier ist überall Munition. So. Hier kann ich F drücken. Noch eins. Ja, geil. Cool. Das lohnt sich. Haben wir vielleicht noch eins? Nö. Kinderabteilung. Ach komm.
Was soll's? Oh. Ja, hast du auch. Aber wenn ich jetzt auf die schieße, dann... Ja, schieß doch! Lasst mich bloß in Ruhe, ich habe euch nichts getan. Nee, hätten wir jetzt auf die geschossen, dann hätten wir auch den Paladin erwischt. Spielzeugkasten, Spielzeugauto, Teddybär. Hier können wir wieder. Komm. Söldner-Einsatzoutfit. Cool. Cool, cool, cool. Hat aber auch nicht so viel. Nicht so viel Rüstung. Nuka-Cola-Truck. Ah, komm. Wir lassen die mal machen. Wir schauen uns hier in der Zwischenzeit um. Was haben wir da? Pfeile. Und eine Lunchbox. Feinde. Oh, hallo. Pam, daneben. Ah, Mist. Okay. Los, los! So, alles gut gegangen. Da ist noch eins. Lügen wie im Kongress. Mein Gott. Super viele Bücher hier. Warum nur? Zack, zack. So, was wollte ich? Ich wollte... Nuka-Cola trinken. Der war leer. Hier sind doch noch mehr Raider, ich höre sie doch. Oh, Munition. Gibt es hier noch ein Büchlein? Plong. Nö. Leere Aktenschränke. Und 10mm Munition. Gut, in der Kinderabteilung ist jetzt nicht mehr viel los. Hä? Bäm! Tja, hier haben sich ja hier gemütlich gemacht, ne? Mit so ein paar Kinderopfern oder was auch immer. Kann man ja mal machen. Oh Mann. Sonst gibt's nix. Hier nochmal Leichen. Und noch mehr geopferte, gruselige, ekelhafte Leichen. Und Munition. Das nehmen wir alles schön mit. Okay, ich schau mal kurz auf die... lokale Karte. Ja, hier haben wir alles. Da gibt es noch einen Rechner. Und noch ein Vorkriegsbuch. Und nochmal Pfeile. Und ein Notenheft. Nehmen wir auch mit. Wert 100. Ah, schade. Au. Aua. Nuka-Cola. Kronkorken. So, nach draußen ging's hier, ne? Ja. Ja, ja, ja. Gut, jetzt müssen wir in das Archiv gelangen. Da hatten wir ja irgendwo... Irgendwo führte da doch ein Weg hin, ne? Ich glaube, hier oben lang. Da nicht, da auch nicht, aber hier gleich. Nee. Wo war das denn? Hier geht's so runter. Wir gehen mal kurz runter.
Ach, hi. Buff out. Eine Zigarette. Gibt's hier auch noch einen Erste-Hilfe-Kasten? Ja. Komm, wir spülen das Buch die Toilette runter. Beste Idee ever. Hier war doch... Warte mal. Wo war denn dieser Weg in die Archive? Wir hatten den doch irgendwo schon gesehen. Irgendwo hatte ich das doch schon gesehen. Genau hier. Genau hier. So, wir nehmen mal die. Du bist tot. Uch! Steht hier genau vor meiner Nase, oder was? Hallo? Ein Schuss reicht. Bam! Da reicht auch einer. Mit dem aerodynamisch geformten Irokese hier fliegt der Kopf durch die Gegend. Nuka-Cola. Ein leerer Schrank. Ein Schrank mit 5 Kronkorken. Die wir mitnehmen. So, und das sah hier doch sehr nach Falle aus, aber... Es ist keine. Hier ein Durchbruch in der Toilette und eine Mine. Nein, oh doch! Da machen wir gerade mal einen Quicksave. Huch! Oh nein! Der arme Paladin. Wir nehmen seine Holomarke mit. Er ist einer Mine zum Opfer gefallen. Oh. Jojo, den anderen lassen wir mal machen. Der kriegt das schon hin. Das brechen wir alles auf. Das funktioniert wunderbar. Aufbereitet das Wasser, nehmen wir mit. Ja, guck, wie der das schafft. Mich total verarschen hier, oder was? Hallo. Du bist tot, Junge. Da ist noch einer. Gut Dach. Pem. Nichts gegen den Südstaaten-Ghoul. Sieht einfach zu göttlich aus. So, jetzt nochmal hier. Nee, da geht's hoch. Da. So, hier hätten wir nochmal einen Computer. Den kriegen wir nicht auf. Vorkriegsgeld! Woo! Putzmittel! Step back! Nichts. Ah, oh. Reicht da eine? Okay, reicht eine. Dann da auch nochmal eine. Da reicht natürlich jetzt nicht diese eine. Oder keine. Noch eins. So, aber hier müssten wir dann eigentlich auch richtig sein, ne? Also es sieht zumindest sehr richtig aus. Schade. Das hat diesmal nicht funktioniert.
Obwohl, hier ist nichts, ne? Hier ist nichts, was uns irgendwie weiterhilft. Es war nur so eine Raider-Festung. Heißt, wir müssen weiter hoch. Denn hier ist zu. Ja, das sieht interessant aus. Und da schleicht auch irgendwo jemand lang. Und das ist einfach so verdammt groß hier, ne? Das ist echt so riesig. Bam! Ich glaube, da müssen wir gleich zwei Folgen machen. Denn ansonsten hetze ich hier so durch und das ist ja auch doof. Das wollen wir auch nicht. Das ging nicht. So, jetzt verliere ich wahrscheinlich gleich die Orientierung. Diese Treppe führt bestimmt zu dem Weg. Ja, genau. Das ist schon mal gut. Da waren wir. Dann hier weiter. Vorsicht, hier ist bestimmt gleich eine Mine. Oder auch nicht. Da haben wir nichts. Da haben wir nur sie. Oh. Und noch eine. Glaubst du selber nicht. Oh, obwohl du ein Raketenwerfer hast. Natürlich. Es war so klar. Es war so klar, dass der noch eine abschießen muss. Bevor er stirbt. Ein Safe. Ach, Kacke. Vorkriegsgeld und ein Kronkorken. Yay. Yay. Hier ist auch nichts. Schrotpatrone. Das hilft uns hier nicht weiter. Ah, öffentliches Terminal der Bibliothek von Erlington. Bibliotheksleiter Mansen. Leseprogramme, Kartenkatalog öffnen. Als Ergebnis einer großzügigen Spende der Erlington Dental Foundation wird es im Bildungsprogramm Erlington Liest spannende neue Änderungen geben. Ab sofort gibt es folgende Änderungen von Lektüre, Bildung und Entwicklungssystem. Zum folgenden ganzheitlichen und hygienischen Programm Lektüre, Bildung und Zahnersatz. Also halten Sie Ihr Gehirn fit und Ihre Zähne sauber. So, jetzt, ah ja, jetzt haben wir das gesamte Archiv. Yay! Yay! Cool. Gut, können wir abhauen. Dann können wir ja von hier verschwinden und uns vorher mal heilen. Falsche Nummer 1 erhöht, das ist super. So, haben wir hier noch... Gott sei Dank, wir haben doch noch haufenweise Nuka-Cola. So, aber hier gucken wir doch nochmal in den Räumen. Da geht's wieder zum Ausgang. Hier ist, glaube ich, jetzt nichts. Hier geht's wieder in die Kinderabteilung. Ja gut, dann gehen wir halt hier lang. Denn hier gibt's noch... Wow! Cool! Sehr viele Bücher! Sehr geil. Und eine abgesägte Schrotflinte.
Safe. Warte mal, warte mal, warte mal. Ja, cool. Sehr, sehr cool. Zack. Vorkriegsgeld. So, wo sind wir jetzt hier? Wo geht es nach draußen? Einmal hier nach links, genau. Sehr schön. Hui. Und richtig raus ging's hier. Sind wir hier auf dem richtigen Weg? Ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Dann geben wir der... Willkommen zurück. War Ihre Suche nach Büchern mit Erfolg gekrönt? Klaro, hier. Ich gebe Ihnen alle. Gut, hier ist die Belohnung. Aber bitte mit Bedacht einsetzen. Yay. Weitere Bücher sind natürlich... Geil. 900 Kronkorken für die Dinger. Das ist nicht schlecht. So. Und jetzt können wir dann zu Moira zurückkehren und das Handbuch abschließen. Oder? Das müsste es ja jetzt eigentlich gewesen sein. Das letzte Kapitel. Ja? Ja. Jetzt müssen wir uns beeilen. Nicht, dass die Alte wieder kommt und uns irgendwas schenken will. Still! Lauf! Warten, warten, warten. Und dann würde ich sagen, wenn wir das jetzt hier gemacht haben, in der nächsten Folge versuchen wir nochmal mit dem Strahlenschutzanzug unser Glück bei dem einen Vault. Aber sag, dass ich nicht mit Fremden reden soll. Dort? Gibt es dort Bücher? Kann ich mir welche ausleihen? So, Sprache 100. Ich bin zur Bibliothek gegangen, aber das Gebäude war zerstört. Lüge. Ja, gut, könnten wir auch machen, aber... Tatsächlich? Eine ganze Bibliothek voller Daten? Dort an Ort und Stelle? Das sind großartige Neuigkeiten. Und was genau haben Sie gefunden? Erzählen Sie es mir. Das Archiv war wahrscheinlich die nützlichste Info da drin. Da war eine einzige Todesfalle, aber ich bin so schnell es ging rein und wieder raus. Wieso sollte jemand in einer Bibliothek Fallen aufstellen? Es sei denn, jemand versucht, das ganze Wissen für sich zu behalten. Wir werden nicht zulassen, dass den Leuten der Zugang zu diesen Informationen verwehrt wird, oder? Wir werden mit unserem Buch die Welt aufklären. Ach ja, hier haben Sie noch mein Buch und ein paar Kronkorken für Ihre Forschungsarbeit. Als Bezahlung für die überfälligen Bücher der ganzen Welt. Sagen Sie es mir, wenn ich mich irre. Aber das Buch ist jetzt abgeschlossen, oder? Raffiniert, charmant und mit einem Lächeln serviert. Ich kann Ihnen versichern, dass ich einige Ihrer stilistischen Feinheiten übernommen habe. Hier eine Mini-Atombombe für die schwere Arbeit. Ich wollte damit eigentlich einen Brunnen anlegen, aber ehrlich gesagt macht sie mich nur nervös. Jetzt muss ich nur noch ein paar kleine Anpassungen vornehmen, dann kann es gedruckt und ausgeliefert werden. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Geil! Mini-Atombombe. War kaum Arbeit, wie sieht's aus? Ich bin nur froh, dass ich nicht mehr für Ihre Forschung abgemurkst werde. Lassen Sie mich raten, ich soll das jetzt drucken und verteilen. Wie zynisch! Nein, das regle ich mit ein paar Händlern, die ich kenne. Wieso glauben Sie, dass ich etwas so Gefährliches von Ihnen verlangen würde? Nein, Sie müssen sich nur fein zurücklehnen und dafür, bei meinem Buch mitgeholfen zu haben, im Lob sonnen. Das kriege ich hin. So, war kaum Arbeit, wie sieht's aus? Sieht gut aus. Ich meine, es könnte zwar besser sein, aber was ist schon perfekt? Außerdem tut ein schlechter Ratschlag ja auch keinem weh, oder? Ich sage es den Händlern und schon bald werden alle das Ödland-Überlebenshandbuch kennen. Aber vorher gebe ich Ihnen hier Ihr kostenloses Exemplar und spreche Ihnen mein höchstes Lob aus. Gute Arbeit, Ödland-Überlebensassistent. Dankeschön, Moira. Überlebensextra hinzugefügt. Durch Ihre sorgfältigen Nachforschungen für das Ödland-Überlebenshandbuch haben sich Ihre Überlebensfertigkeiten verbessert. Cool. Was hat das jetzt im Genauen gebracht? Schauen wir gleich. Jetzt erst nochmal hier. Vorkriegsgeld, genau.
Und die Stangen Zigaretten, die verkaufen wir auch. So, 119. Gute Jagd. Danke. Bis bald. Ja. Ich behalte sie im Auge. Ja, bitte. Gut, ich schau mal kurz. Müsste ja eigentlich auch irgendwo hier stehen, ne? Extra. Oder auch nicht. Nee, steht... Obwohl hier auch die Punga-Kraft drin steht, ne? Survival-Anfänger. Nee. Merkwürdig. Merkwürdig, merkwürdig, merkwürdig. Guck ich, glaube ich, nochmal genau nach. Dann... Das müssen wir noch lesen. Das ebenfalls. Bringt uns zwar nichts mehr, aber egal. So, und hier haben wir dann jetzt das Ödland, den Ödland-Überlebensführer. Können wir aber nichts mitmachen. Notenheft können wir auch nichts mit tun. Hallo. Ja, hi. Gut. Papa sagt, dass ich nicht mit Fremden gehe. Musste ja auch gar nicht. Ich will auch nicht mit dir quatschen. Alles klar. Dann würde ich sagen, nächstes Mal. Ich guck mal gerade, wo war denn diese Vault? Ich glaube, Vault 108 war das, ne? Kann das sein? Oder Vault 92? Nee, Vault 92 war es, glaube ich, nicht. Vault 87, das kann sein. Ja, doch, ich glaube, es war Vault 87. Vault 87b. Grüß dich. Gibt's nochmal einen kurzen Kampf hier zum Abschied? Da ist noch einer. Dieser Hut und diese Maske, das ist so geil. Oh, noch jemand. Moment. Soldat der Enklave. Ach, krass. Dem machen wir ja nicht wirklich viel Schaden, ne? Nimm dies! Oder daneben! Jawohl. Oh, das war's für ihn. Ich brauche Hilfe hier. Mann, ich bin auch ganz schön... Höllenfeuerhelm. Höllenfeuerrüstung. Ach, krass. Und ein Plasmagewehr. Das nehme ich gerade mal mit. So, aber jetzt ist hier echt auch gleich Schluss. Sonst wird die Folge so lang. Also noch länger, als sie jetzt schon ist. Guten Tag, ihr Ausgestoßenen. Nee, alles klar. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao.